Hi, hier ist Tobias. Ich melde mich zurück, nachdem wir das Video zum Shisha-Tabak, zum illegalen Shisha-Tabak veröffentlicht haben. Und erstmal vielen, vielen Dank, dass ihr reingeschaut habt. Es sind jetzt ein paar Tage nach der Veröffentlichung über 600.000 Menschen, die das Video angeklickt haben. Und das ist schon mal sehr cool, das freut mich. Und 12.500 noch was, die Daumen hoch geklickt haben, denen es gefallen hat. Also auch das vielen, vielen Dank. Freut mich sehr. Und jetzt würde ich die Chance noch gerne nutzen, ein paar Fragen zu beantworten, die in den Kommentaren darunter einfach ein paar Mal aufgetaucht sind. Die erste Frage kommt von Lucifer L45 und er oder sie schreibt: Habt ihr den Kollegen, bei dem ihr gekauft habt, bei den Behörden gemeldet und wenn ja, was kam dabei raus? Danke für die Frage. Wir haben den oder die Verkäuferin nicht gemeldet und zwar vor allen Dingen aus einem Grund. Ich sehe es nicht als meine Aufgabe an, die Ermittlungsarbeit von Zoll und Polizei zu übernehmen. Ich würde es auch klar trennen. Ich mache meine Recherchen für den Film, für die Recherche. Und Zoll und Polizei müssen natürlich das machen, was sie für richtig halten. Und es ist nicht meine Aufgabe, da etwas zuzutragen. Das würde ich da den Profis überlassen. Im Gegenteil, wir haben uns auch Gedanken darüber gemacht, wie wir mit dem Ort umgehen, dem verabredeten Platz, dem Garagenhof, wo wir den Tabak angekauft haben. Wir haben uns halt dann dazu entschieden, beispielsweise den Straßennamen nicht zu nennen oder auch die Stadt nicht zu nennen. Und da geht es auch ein bisschen um die Anwohner, die dort auch wohnen und die nichts mit dem Fall zu tun haben. Wir möchten nicht, dass die in ein schlechtes Licht gerückt werden und haben versucht, die dann so zumindest ein Stück weit auch zu schützen. Ich schaue die nächste Frage an. Eine Frage, die immer mal wieder kam, betrifft auch genau diese Situation. Beispielsweise Lukin 1987 fragt: Bist du da mit deinem Mikro am Pulli zum Händler, ohne dass er es bemerkt hat? Auch eine berechtigte Frage. Ich habe das Mikro hier gehabt, aber nein, ich habe das Mikrofon nicht offen getragen. Ich glaube, das würde auch komisch aussehen und es würde auffallen. Das wäre auch dem oder der Verkäuferin aufgefallen. Allerdings hatte ich das Mikro in meiner Tasche dabei, um direkt dann nach dem Zurückkommen zum Auto meine ersten Eindrücke direkt ungefiltert schildern zu können. Wir haben das Auto nicht direkt unmittelbar auf dem Garagenhof geparkt, sondern ein Stück weiter entfernt, um ein bisschen Distanz zu schaffen, auch für uns selbst ein bisschen Distanz zu dem Garagenhof und zu dem Ort zu bringen. Das heißt, ich musste eine kleine Strecke zurücklegen, von dem Garagenhof runtergehen, nach dem Verkauf wieder zum Auto gehen und hatte dort dann genügend Zeit, mir das Mikrofon hier oben anzustecken, anzumachen, einzusteigen und dann zu erklären, was ich da empfunden habe und wie die Situation abgelaufen ist. Aber tatsächlich eine gute Frage und ich glaube, das kommt immer mal wieder vor, dass man sowas vergisst und dann auffliegt. Das wäre sehr ärgerlich. Und dann gibt es noch eine dritte Frage, die stellt Mosabua 100. Er oder sie fragt: Machen Razzias im Tabakbusiness nicht einfach viel mehr Sinn als zum Beispiel bei deutschen Gasthäusern? Durch Steuern und Regularien ist Tabak doch richtig gut geeignet für den Schwarzmarkt. Auch danke für die Frage, da kann ich auch was zu sagen. Ich glaube, das zielt ein bisschen auf den Punkt ab, den Ertan Zayan, ein Barbesitzer aus Köln, den ich zuletzt im Film getroffen habe, worauf er angespielt hat. Sein Empfinden war, dass eben deutlich häufiger und deutlich mehr in Shisha-Bars kontrolliert wird, obwohl beispielsweise auch in deutschen Gasthäusern oder italienischen Restaurants ebenfalls Steuerhinterziehung oder Schwarzarbeit oder andere Machenschaften zu finden wäre. Also erstens, um auf deine Frage zurückzukommen, ja, durch die Art und Weise, wie Tabak vertrieben wird, die Nachfrage dazu, aber auch die angestiegenen Steuern und neuen Regularien, wie beispielsweise die 25-Gramm-Regel, bietet sich Shisha-Tabak oder Tabak generell auch an, um ihn auf dem Schwarzmarkt anzubieten. Die Herstellungsproduktion, also die Herstellungsmöglichkeiten sind relativ leicht. Es lässt sich ohne viel Vorwissen machen. Man braucht die entsprechenden Maschinen, aber die Zutaten kann man frei erwerben. Und offenbar gibt es auch einen großen Markt dafür, wie ich in dem Film nachgewiesen habe. Also ja, Tabak bietet sich gut an für den Schwarzmarkt. Ob jetzt Razzias im Tabakbusiness mehr Sinn machen als in deutschen Gasthäusern, kann ich an der Stelle nicht beurteilen. Wenn man dazu einen Vergleich machen müsste zwischen den Befunden,
die in Shisha-Bars gefunden werden und oder Indizien, Straftaten, Steuerhinterziehung, die in Shisha-Bars gemacht werden und denen, die in deutschen Gasthäusern gemacht werden. Das ist eine Analyse, die habe ich nicht, die liegt mir nicht vor. Ich glaube, es wäre auch relativ schwer, das abzugrenzen, was fällt jetzt alles unter deutsche Gasthäuser, was fällt alles unter Shisha-Bars oder wo gibt es beispielsweise auch Überschneidungen. Fest steht für mich, dass es eine Prioritätenfrage ist von Zoll und Polizei auf dem Ordnungsamt, wo sie ihre Kapazitäten reinstecken. Und da zumindest ist das Empfinden in der Branche der Shisha-Bar-Besitzer, das ist zu viel in den Shisha-Bars ist und zu wenig in den deutschen Gasthäusern. Der Zoll sagt mir dazu, das sei nicht richtig und viele würden gar nicht mitbekommen, was der Zoll den ganzen Tag mache und dass eben regelmäßig auch andere Betriebe, wie beispielsweise Gasthäuser, kontrolliert werden. Das kann ich an der Stelle nicht beurteilen, weil ich mich in diesem Film auf die Shisha-Bars kontrolliert habe. Meine Nachfrage hat ergeben, dass die Kontrollen in Shisha-Bars angestiegen sind. Im vergangenen Jahr waren es deutschlandweit ungefähr 1.100. Das ist mehr als im Jahr davor. Zeigt also vielleicht, dass die Prioritätensetzung zumindest bei den Shisha-Bars angestiegen ist. Und zumindest was das Land NRW angeht, gehört die Strategie eben gezielt, in Shisha-Bars zu kontrollieren, auch zu einer politischen Agenda, weil die Bekämpfung der Clan-Kriminalität ein Anliegen der CDU-NRW ist. Die stellen noch das Innenministerium und die sagen eben auch ganz gezielt, dass beziehungsweise das Innenministerium und das Landeskriminalamt sagen gezielt, dass Shisha-Bars ein Rückzugsraum für mögliche Clan-Strukturen sind und deswegen dort gezielt nachgeschaut werden kann. Kurz zusammengefasst, ich kann nicht beurteilen, ob Razzien in Tabak- oder in Shisha-Bars mehr Sinn machen als bei deutschen Gasthäusern. Das ist eine Prioritätenfrage der Politik, des Zolls und der Polizei. Aber ja, durch Steuern und Regularien eignet sich Tabak wahrscheinlich sehr gut, um dort auf dem Schwarzmarkt Geld zu machen. Vielen Dank nochmal fürs Zuschauen. Vielen Dank für die Fragen. Schaut gerne weiter rein. Bleibt dran beim Y-Kollektiv und macht's gut. Ciao.